und damit einen herzlichen guten Abend zu unserem Trackmania-Stream, den es jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat. Doch, wir haben uns zu TM Masters gedacht, da müssen wir doch mal wieder was auspacken. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr dabei seid beim Stubi TV Revival, wie auch immer man es nennen möchte. Jedenfalls geht's heute wieder los mit den TM Masters. Wir zeigen euch das Match Easy Killer gegen THE. Es ist der zweite Matchday, nachdem wir den ersten leider schon verpasst hatten, aber ich hoffe, das könnt ihr verschmerzen. Mein Name ist Nutella und ich habe natürlich wieder jemanden mitgebracht, und zwar ist das heute Santana. Guten Abend. Ja, hallo Nutella und hallo natürlich auch an alle Trackmania-Verrückten da draußen, die heute zugucken. Ein heißes Match erwarten werden. Ja, deinen Namen, weiß ich nicht, ob man den in der Szene so kennt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin gar nicht mehr so informiert. Kannst du dich vielleicht also mal kurz vorstellen oder so? Ja, also man kennt mich jetzt aus keinem Clan oder so. Ich bin jetzt bloß Handspieler eigentlich, mehr oder weniger, der damals natürlich mit dem Original Trackmania aufgewachsen ist, sage ich mal, denn eine längere Pause von 5 Jahren ungefähr hatte. Jetzt bin ich, als ich den Talent Cup entdeckt habe, bin ich sozusagen wieder mal zurückgekommen, um ja mal wieder ein bisschen zu spielen. Seitdem kennt man mich so ein bisschen. Jo, und hast dich ja dann auch selbstlos auf der StubiTV-Seite gemeldet, um hier ein bisschen Co. zu casten. Und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und ja, denke ich auch. Ja. Also das Format ist ja super. Wenn man selber kein TM2 spielt, dann sollte man seine Hilfe ja durchaus anbieten. Und dann sitzen wir jetzt hier gemütlich im TS und werden versuchen, ein bisschen das, schon ein bisschen deutsche Derby der TMM zu casten. Die Easy Killer gegen Trackmania Heroes Europe. Was ist dein Tipp für heute Abend? Wie denkst du, geht das Ganze aus? Also, ich muss ja sagen, ich drück so ein bisschen, ich kann eigentlich nicht sagen, wem ich die Daumen drücke. Ich drück beiden die Daumen. Ja, komm, du sagst. Ja, ich habe keinen persönlichen Favoriten. Ich habe eigentlich schon die Easy Killer ein bisschen als Favorit, vor allem, als sich in früheren Turnieren doch eher durchsetzen konnten. Aber mal gucken. Ja, da bin ich mit dir sogar einer Meinung. Oder ich hätte jetzt auch so, wenn ich das Line-Up zumindest angucke, seitens der Easy Killers so den leichten Vorsprung. Aber ich wünsche es ihnen auch, vor allem weil sie jetzt eine unglaublich gute ESL haben, sind glaube ich Vierter geworden, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Das jetzt so sieht, das viertbeste Team schon der Welt. Ja, und das so aus eigenem Antrieb über die Jahre aufgebaut mit eigentlich deutschen Spielern. Könnte man jetzt auch mal einen guten TM Masters krönen, würde ich sagen. Ja, wäre doch ganz schön auf jeden Fall, aber ich bin auch der Meinung, egal welches von den beiden Teams jetzt hier gewinnt, das ist auf jeden Fall ein schönes Match, das wir sicherlich sehen werden. Und ich hoffe doch, dass, wenn nicht beide die Gruppenphase überstehen, aber zumindest ein Team, drücke ich denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie so weit wie möglich kommen. Ich denke, Teamphase wird noch für beide, sollte auf jeden Fall möglich sein bei dem Lineup. Auch wenn die Easy Killers jetzt natürlich durch den Wechsel von Triple X zu Dignitas ein bisschen geschwächt sind. Aber ich denke mal, das werden sie irgendwie verkraften. Da gibt's genug Fahrer. Ja, sollte doch zum Denke machen. Denke mal, also ich tippe mal auf ein 2-1 für EK. Hast du dir die Gruppe so ein bisschen angeschaut? Weil ich muss sagen, ich bin da leider relativ unvorbereitet. Ich weiß nicht, wer bei THE und EK noch in der Gruppe ist. Ob da jetzt noch unglaubliche kann Gegner erwarten schnell, oder. Kann mal schnell googeln. Boah, eigentlich, ich denke, das waren jetzt keine der hochkarätigen Teams. Wir haben dann noch Team EDRM, Iconic und Alpha. Ich denke mal, das sollten jetzt eigentlich, sollten THE und Easy Killer schon die Favoriten in der Gruppe sein. So, wir haben direkt die erste Beschwerde, dass es laggen würde. Ich hoffe natürlich nicht, dass es laggt. Also ich habe die Bitrate extra nochmal runtergestellt, bevor ich den Stream gerade online gestellt habe. Ihr könnt ja kurz mal Bescheid geben, ob es laggt. Im Chat vielleicht.
Hat man direkt vom Server geflogen? Oh, das ist nicht so ungünstig. Ich glaube, es geht jetzt auch, sollte so langsam losgehen. Ich bin jetzt nicht im Bild, haben wir immer noch Warm-up? Ne, es wurde GLAF gespammt. Von daher denke ich mal, dass wir jetzt gerade schon in die erste Runde gehen. Und dann schauen wir doch mal kurz auf die Lineups, denn wir haben hier auf Seiten von den Easy Killern Speed Unit, Banane, Paxmauer und Onyo. Auf Seiten der TAE-Fahrer haben wir Shorty, Sissy Man, Bart und Barboss. Also einige doch bekannte Namen schon. Und wir haben direkt am Anfang eine sehr, sehr knappe Runde. Speed Unit kann hier die Führung übernehmen. Onyo auch noch vorne mit dabei. Das sieht momentan etwas besser für die Easy Killer aus. Die Doppelführung hier. Dahinter aber zwei TAE-Fahrer. Barboss wird hier jetzt gerade noch von Paxmauer und Banane bedrängt. Boah, das wird sehr, sehr eng da vorne. Mit dem großen Fehler hinten. Und, aber es müsste am Ende doch, es ist auf jeden Fall die Easy-Killer-Runde. Shorty hat sich da noch gut nach vorne gespielt, hat sich 900stel hinter Speed Unita an die zweite Position gesetzt. Aber am Ende ist es die erste Runde für die Easy-Killer und damit der erfolgreiche Start ins Match. Wir sollten die zweite Runde vielleicht mal nehmen, um kurz auf die Strecke Das ist einzugehen. eine gute Idee, ja. Cybersick von Thompson, ich bin da mal angefahren. Eigentlich auch keine wirklich großartig schwere Map und auch keine Passagen, wo man jetzt wirklich aufpassen muss. Hier der Drop rein sollte man auch vermeiden, den Rammstein unbedingt vermeiden. Da hat es gerade schon einen irgendwie zerlegt. Denn hier die Kurve auch ganz wild rum und hier jetzt auch ein bisschen weiter ausholen vielleicht, damit man da. Oh, Ein EK-Fahrer, richtig abgeflogen, ja. ja, das wollte ich gerade sagen, das sollte man unbedingt vermeiden. Ja, denn hier auch in den Drop rein nicht zu viel verlieren. Hier schön weit rum. Hier kann es auch ein bisschen trügerisch sein, dass man da zu viel Speed mitnehmen will und dann geht es dann nämlich rechts runter. Ja, und die Zieleinfahrt sollte dann auch eigentlich kein Problem mehr sein. Eigentlich eine relativ simple Map. Ja, und die Zieleinfahrt ist auch wieder für die Easy-Killer-Fahrer keine Probleme. Speed Unit und Banane mit dem Doppelsieg vorne. Nur leider hilft es ihnen nichts, denn ein Easy-Killer-Fahrer, ich habe gerade nicht mehr erkannt, Onyo wer hat's es war. da zerlegt. Onyo war das, der da auch an diesem, ja, an dieser Steilwandkurve da abgeflogen ist. Hat es nicht mehr ins Ziel geschafft. Und damit ist das der Ausgleich für TAE. 1 zu 1 steht es jetzt. Das klassische 1 zu 1, was man ja aus früheren Trackmania-Streams, manche werden es vielleicht von euch noch wissen, kennt, das verlängerte Warm-up. Oh, und Banane, den hat's zwar schon zerlegt, wird glaube ich nicht mehr ins Ziel kommen. Dann können wir mal kurz gucken, wo Respawn liegt ist Banane. ja Oh nicht mehr ja, erlaubt. ist hier ganz weit draußen irgendwo. Und das sieht gut aus für TAE. Shorty, Bart und Barboss sind hier zu dritt vorne. Der einzige Easy-Killer-Fahrer, der da noch dabei ist, ist Speed Unit. Doch jetzt hat Onyo gerade auch noch ein bisschen aufgeschlossen. Aber trotzdem Auch immer an, ja. noch die Überzahl an TAE-Fahrern hier vorne. Jetzt Onyo mit der inneren Linie. Oh. Ja, müsste aber trotzdem reichen. Ja, es reicht auch für TAE, um hier das erstmal in Führung zu gehen. Ja, die Match ist ja bis 7 gespielt in der Gruppenphase, noch kein Tennismodus. Boah, und Sieg ist glaube ich noch nicht mal jetzt in der Gruppenphase so wichtig, weil da wirklich alle Einzelpunkte gezählt werden. Also nach 2-1 Sieg, sondern die Map zählt ein Punkt und danach wird dann am Ende der Gruppensieger gewählt, glaube ich, ja. Also ist ein 3 zu 0 quasi auch wichtiger jetzt als, also ein mehr Wert auch als ein 2 zu 1. Genau. Daher bringt es auch nicht, bei 2-0 sich aufzugeben, weil dann die dritte Map auch noch irgendwie der Punkt, der entscheidend sein kann. Ja, das Aber die kennen. Runde sieht jetzt eigentlich gut für die Easy aus, würde ich sagen. Da zerreißt es Onyo gleich. Ah, Onyo etwas unkonstant noch. So kommt es mir zumindest vor. Also man kennt Onyo ja aus Zeiten, wo er noch in der EPS gefahren ist und als deutsche Hoffnung quasi galt. Aber vorne Speed Unit und Banane. Ja, die Easy Killer jetzt vorne wieder etwas konstanter als vorhin. Mit der Doppelführung und die müsste eigentlich auch reichen, denn Paxmauer Ja, kommt hier als die Fünfer reicht, ins ja. Ziel. Und damit wieder der Ausgleich. Es wird tatsächlich das versprochen spannende Match. Also zumindest sieht es in den ersten Runden jetzt gerade so aus, als ob beide Ja, auch Teams sich hier nicht viel geben. wenn es noch viel von Fehlern geprägt ist. Ja, das ist ja am Anfang öfter so, dass Ja. man erstmal ein bisschen braucht, um ins Match reinzukommen. Ich hoffe, wir werden jetzt gleich ein paar konstantere Performances hier von den Fahrern sehen. Ja, momentan, das Feld gefällt mir sehr gut, wie nah und eng hier alle beieinander sind. Alle innerhalb von 13 Hundertsteln aktuell. Platz 8, jetzt ins 29, aber trotzdem immer noch sehr, sehr knapp alles. TAE mit der etwas besseren Lage hier in dieser Runde. Und da kommt aber der Ja. Abflug.
Das muss ein TIE-Spieler gewesen sein, oder? Ja, das war auch. Genau, Sissy Man war das. Und ein weiterer TIE-Spieler dann mit einem kleinen Anecker war das wohl. Und damit öffnet sich jetzt die Tür für die Easy Killer, die die Runde auch tatsächlich noch holen. Nutzen die Gelegenheit, ja. Sehr, sehr schönes Comeback hier in dieser Runde, nachdem TAE die erste Hälfte der Map dominiert hat. Videonit auch in den Punkten weit vorne. Richtig. Er macht hier eine richtig gute Performance. Videonit in der nächsten Runde mehr auf die Zeiten achten. 40:44, der Weltrekord von Beat. Richtig, ich weiß nicht, was wir jetzt hier für Zeiten. Die schnellste Zeit, die bis jetzt gefahren wurde, war eine 45:6 von Speedunit. Also da sind wir schon recht nah am WR dran, ne? Ja, das ist eine ziemlich gute Matchzeit. Ja, und übernimmt jetzt auch wieder die Führung, also Speedunit, unglaublich. Da fragt man sich, warum hat Dignitas sich nicht Speedunit geschnappt, sondern Triple X? Schon sehr, sehr stark unterwegs hier. Auch Onyo jetzt wieder durchaus gut unterwegs hier auf der zweiten Position. Kommt jetzt etwas unter Druck von Shorty. Jetzt kommt auf die letzte Kurve an. Shorty kommt da ein bisschen weiter raus. Nimmt viel Speed mit Onyo da. Mit ein bisschen einer komischen Linie. Ich habe es natürlich nicht wirklich erkannt, was er da falsch gemacht hat. Jedenfalls hat Shorty ihn da noch geschnappt am Ende. Onyo hatte da eigentlich die komplett falsche Linie und hat dann da irgendwie den Drift noch so lang gezogen, dass er da irgendwie noch rumkommt, und dann war er natürlich entsprechend langsam. Eieiei. Ah, ärgerlich, aber am Ende war es trotzdem die Easy-Killer-Runde. 4:2 steht's jetzt. Von daher alles halb so schlimm. Wieder eine gute Easy-Killer-Runde. Zumindest der Anfang. Banane, Onyo und Speedy. Axmauer auch da vorne. Ja, es scheint schon so, als ob die Easy Killer hier tendenziell besser trainiert sind auf dieser Map. Also am Anfang dauert es natürlich immer ein bisschen, bis sich das einpendelt, aber momentan sieht es da vorne doch schon sehr, sehr gut aus. Die Dreifachführung mittlerweile. Oh, Speedunit kommt da jetzt weit, weit raus. Wird von ein paar TAE-Spielern geschnappt. Wo Shorty aber sich gerade. Speed und kommt da zurück. Shorty hat sich da gerade noch verabschiedet. Damit ist es wieder die Dreifachführung für die Easy Killer und der nächste Punkt auf das Konto. Starke Zeiten. Und das 5:2 ist es. Richtig. Punkt 62 hier von Speedunit. Also er nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr konstant unterwegs. Das, obwohl ich die Easy Killers bloß auf diesen Pursuit-Servern gesehen habe, die da Verstecken und Fangen gespielt haben. Vielleicht ja eine neue Trainingsmethode irgendwie. Ja, Pursuit ist ja eh sehr, sehr interessant. Da können wir nachher vielleicht nochmal eingehen, wenn hier die Map geswitcht wird. Und da mal ein paar Worte drüber verlieren. Aber jetzt gucken wir nochmal ins Match zurück, denn Easy Killer jetzt nicht so gut unterwegs momentan. Jetzt hat TAE ein bisschen die Überhand gewonnen hier. Ja, wobei Banane und Onyo halten da noch gut mit. Noch halten mit, ja. Richtig. Da kommt noch einer ins Bild. Speedunit ist auch wieder dabei. Hier mit gut Speed rum. Ah, jetzt die Easy Killer. Könnte wieder nach der Easy Killer Runde aussehen, ja. Easy Killer tendenziell wieder besser wie unterwegs. Banane jetzt wieder so ein bisschen komisch da eng rum. Doppelführung und das war's schon wieder, glaube ich. Sah ein bisschen aus wie ein Slowdown da bei Banane. Also ich konnte das nicht richtig einordnen, aber jedenfalls reicht's trotzdem. Also er ist irgendwie nur enger rumgefahren. Er ist nicht wirklich langsamer geworden, sondern nur. Naja, die Drifts finde ich manchmal bei TM2 sowieso irgendwie so ein bisschen aussehen wie Slowdowns, weil das Auto sich dann auf einmal so komisch eindreht. Mag ich auch überhaupt gar nicht. Oh, da direkt am Anfang der Fail von einem Easy-Kill-Fahrer. Das war Paxmauer, der jetzt hier dem Feld hinterherfahren muss. Oh, und aber Shorty war das, glaube ich, hat es da in eine Wand gesetzt direkt. Parkt da frontal, ja, und ist damit auch aus der Entscheidung raus. Damit quasi nur noch ein 3:3 hier vorne. Und das momentan aber von den Easy-Killern dominiert wird. Also Speedunit echt krass konstant unterwegs. Den sehen wir jede Runde. Onyo mit dem Bug, oder was war das? Das war krass, wie er da abgeflogen ist. Am Randstein auch. Und Bart fliegt bei mir total durch die Gegend mit seinen Lecks. Ja, schon Bart ist da irgendwo ganz weit weg. So, Speedunit immer noch vorne. Barbados kommt weit raus. Banane auch. Oh, was eine Gammelrunde. Was eine Gammelrunde. Aber es reicht für die Easy Killer. Bart steht hier unten rum. Kommt der noch ins Ziel oder? Ja, und das ist jetzt schon das GG. Ob der jetzt gerade rausleckt oder. Ja, es scheint wohl, dass Bart out ist und es damit 7:2 auf der ersten Map ausgeht. EK nach einem verhaltenen Start deutlich gut ins, deutlich besser auch ins Match gefunden als TAE. Ja. Ich gehe das an, Speedunit mit weitem Abstand in den Punkten. Banane dahinter. Ja.
Max Mauer, der schlechteste, sage ich mal, in diesem Lineup gerade, auch den letzten Platz eingelegt, aber sag mal, solange man seine Runden sicher ins Ziel fährt, hilft das der Mannschaft ja auch immer. Ja, richtig. Also er war ja jetzt auch nicht komplett abgeschlagen, 27 Punkte zu 32 ja. vom letzten TAE-Fahrer, also das ist immer noch im Rahmen. Jetzt sehen wir dann, denke ich mal, wird die ausgesprochen von Taurus. Also hier läuft Weltrekord Kigo. Okay. Keine Ahnung. 40,91 von Tweet. Mal gucken wir mal, was die Zeiten hier wert sind. Also sagen, die nächste Runde nutzen wir dann gleich mal, um auf die Strecke einzugehen. Aber wäre doch eine sinnvolle Sache. Du sagst mir einfach, wen ich specken soll und dann erklären wir es. Und sagen, wir gehen dann einfach mal auf Speed Unit drauf. Ja, das scheint hier der konstanteste zu sein. Das ist immer eine gute Idee, auf Speed Unit zu gehen. Der Trackmania Allrounder ist ja nicht nur gut in Tech, sondern auch gut in Dirt und sicherlich auch in Fullspeed. Also die Easykiller haben ja auch einen Fullspeed-Squad. Ich weiß zwar nicht, wie aktiv sie da momentan sind, aber da wird das sicherlich auch nicht schlecht sein. Und die Map einfach mal an. Relativ einfacher Start. Hier vorne ist schon die erste tricky Part, weil man da direkt über zwei Rammsteine drüber fahren muss. Eigentlich relativ einfach, wenn man keinen Rammstein-Bug bekommt, aber da kann es einen auch heftig hochschlagen, obwohl man relativ langsam ist. Hier langer Drift sollte man auch ziemlich eng nehmen, weil man sonst zu viel hat und dir dann hochfliegt, Airtime bekommt. Aber ansonsten, der Rest der Map ist eigentlich relativ normal. Die dümpelt hier gerade so ein bisschen rum. Hier kommt jetzt noch die letzte Passage vor dem Übergang reindriften und da kann es einen manchmal auch ein bisschen zerschlagen, wenn man da so komplett quer mit dem Auto von der Gerade in die Schräge kommt. Da kann es immer passieren, dass das Auto sich wieder gerade stellt und dann hat man die komplett versaute Linie. Aber das kommt, glaube ich, eher relativ selten vor. Aber auch mal gucken. Das Ende hat mir auf jeden Fall gerade schon mal gefallen, vor allem weil es so schnell war, also man hat da wirklich einen schönen Rechtsslide, quasi 360 Grad, einmal im Kreis, schön rum. Ja, kann man komplett rumfahren, ja. Das sah doch schon ziemlich cool aus. Wir werden jetzt, glaube ich, hier noch ein Warm-Up sehen und dann zwei Warm-Ups, schreibt Paxmauer gerade. Also jetzt noch zwei Warm-Ups. Dann gehen wir wieder live. Und schauen wir mal, ob die Trackmania Heroes Europe hier zurückkommen können. Und vielleicht das Match sogar noch drehen können. Wäre für die Spannung durchaus hilfreich. Besser, ja. Weil es auf der letzten Map natürlich auch wieder so ein paar Dinge gibt, die sich haben, die das Match durchaus spannend machen können. Was ich auf der Map vorhin noch sehr, sehr cool fand, die wir ja vorhin gesehen haben, ist mir vorhin, habe ich keinen guten Zeitpunkt gefunden, um es kurz einzubringen, dass da so ein kleines Custom-Objekt eingebaut wurde, diese Steilwandkurve da, das finde ich ziemlich cool, sehr, ja. Sehr innovativ. Und die ist auch ziemlich cool zu fahren. Sieht dann fast aus wie bei so einem NASCAR-Match, wo man auch immer durch die Steilwandkurven fährt. Könnte man eigentlich für NASCAR-Maps, glaube ich, ganz gut benutzen, so diese Steilwandkurven. Wenn es da noch ein bisschen weitere Elemente gibt, dass es die auch in weiterer Ausführung gibt, dass man da schneller durchfahren kann. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Geblockt nix, denke ich mal. Ich will das ja auch mal probieren, aber bei mir will sich dieser TM Unlimited einfach nicht installieren, warum auch immer. Ja, und TM2, TM2 hast du ja irgendwie mal die Option geben, dass man da einfach die Blocks mixen kann. Gibt's doch in TM2, kannst du Ach wirklich? Ja, ja. Irgendwo erweiterte Option, das musst du immer manuell einstellen, aber das geht auf jeden Fall in TM2. Haben wir das auch schon mal geklärt? Jetzt weißt du Bescheid. Und damit sind wir jetzt auch wieder live. Auf der zweiten Map TMM Kaigo von wem war das nochmal? Ich kann den Login nicht entziffern. Last Wu ist, glaube ich, noch. Von Taurus. Nochmal Warm. Ah, nochmal Warm. Taurus, alles klar. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hier für TAE fährt. Sind da noch ziemlich viele Leute auf dem Server? Oder Lineup? Ja, 8 Fahrer haben wir von TAE, 7 Stück. 7 Fahrer haben wir noch. Auf der Seite von EK auf jeden Fall schon mal Änderungen. Banane und Paxmauer sind raus, dafür Funstyle und Robin rein.
Richtig, und ja, die beiden Größen auf Seite der Easy Killer, Speed Unit und Onyo, bleiben natürlich im Lineup enthalten. So, Barbas hat sich gerade vom Server entfernt, also der wird schon mal nicht fahren. Jetzt auch Dexter. Fehlt noch einer, dann haben wir auch das TAE-Lineup. Bleib mal ein Good Luck, fand ich echt wieder vom Fl Serverflieger. Mache ich vielleicht auch mal. Zack, so. Ja, ist mir durchaus auch schon mal passiert. Und dann bist du so schön am Streamen und plötzlich, ja, sie wurden aus dem Spiel entfernt, ne? Nicht so cool. So, jetzt können wir auch das TAE-Lineup uns einmal kurz angucken. Und zwar haben wir hier Shorty, Mario, Bart und Park. Also zwei neue Fahrer auch auf Seiten von TAE, Mario und Park hier auf dem Server. Mario auf jeden Fall ein guter Fahrer. Mario sehr, sehr stark. Ja, den kenne ich auch noch aus Formel 1 Zeiten. Da ist er ja mit Shorty zusammen in der Enjoy Formel 1 in einem Team gefahren. Wir sehen ja schon wieder die Doppelführung für EK. Ja, wer, wie sollte es anders sein, ne? Union Speed Unit vorne. Robin versuchte auch noch an den anderen drei TAE-Gamern vorbeizukommen. Ah, es gelingt ihm gerade nicht wirklich. Bart hat hier die dritte Position jetzt übernommen. Park kommt da noch ein bisschen reingeschossen, aber am Ende kommt er zu weit raus und schafft es nicht mehr. Sogar Robin kommt da noch. Oh, was hat Park denn da gemacht? Ist noch letzter geworden. Muss er wohl noch angeeckt sein. Auf jeden Fall ist es die Easy-Killer-Runde. Wäre es auch so oder so gewesen. Stand da gerade einer am Start? Ja, da Ah, ist Park irgendwer gerade steht am stehen geblieben. Start. Dann sollte die Runde jetzt hier auch zeitnah beendet werden. So ist es auch. Wieder Einer. live, aber er steht immer noch am Start. Ne, Aus steht Onio, der jetzt nicht stehen mehr. geblieben ist. Jetzt nicht mehr. Oder nochmal? Ja, weiß ich auch nicht. Park steht wieder jetzt. Paar kleine Unterbrechungen hier, aber es scheint wohl jetzt live zu gehen. Oh, also jetzt fahren auch alle los. Los, Wunderbar, ja. wunderbar. So, damit geht's in die nächste Runde. 1 zu 0 steht's für die Easy Killer. Sie haben auch auf der zweiten Map jetzt erstmal die Führung übernommen. Oh, Bart da Und direkt Bart. krasser Anecke am Checkpoint. Flippt er da aufs Dach und wird nicht mehr finishen können. Das sieht natürlich wieder optimal aus für die Easy Killer. Onyo in Führung, Speed Unit auf Platz 2. Park kommt jetzt kurzzeitig an ihm vorbei. Ja, es reicht aber nicht. Speed Unit nicht optimal aus der Kurve gekommen. Hat da nicht besonders viel Speed mitgenommen. Und kommt da jetzt von gleich drei TAE-Spielern mächtig unter Druck. Aber es reicht am Ende noch Robin da. Sehr, sehr Robin starke innen Kurve. auch. Ja, und das reicht wieder. Und damit die nächste Easy-Killer-Runde 2 zu 0. Scheint doch deutlicher zu sein jetzt mittlerweile, als wir Oh, es Zeit auch anfangs von gedacht Onyo. haben. Ja, 41,19. Im Vergleich zum Weltrekord 40,9. Ja, das ist eine Zehntel. Sehr, sehr stark. Bleibt gleich mal auf Bart drauf. Meinst du, da kommt wieder der Abflug? Vielleicht, oh, da gab es, glaube ich, Dann schon den war Slowdown erstmal am ein Anfang von AufM. Slowdown von na, Shorty. Oh, Mario da aber auch. Jetzt hier kollektives Versagen der Oh, TAE-Fahrer. und Oh da. ne, Das das war. ist Achso. wieder Map Restart. Haben wir natürlich wieder nicht gesehen. Habe ich eben schon gewundert, weil alle nacheinander auf einmal abgeflogen Ja, jetzt sind. bleibt Onyo wieder am Start stehen. Also wahrscheinlich wird es jetzt wieder gerestartet. Ja, mit Park scheint wohl irgendwas nicht wirklich zu funktionieren mit dem Internet. Er hat da ein paar Probleme. Das Match wird hier ein bisschen verzögert. Jetzt wird's wohl wieder live sein. Oh, und da direkt Anecker von den Easy Clan Speed Unit. Das muss ein Konzentrationsfehler sein. Wie er da Kann aber gerade. vielleicht auch am Anfang dieser Slowdown sein, wenn man da den Randstein-Bug gleich mitnimmt. Den Also, ich Randstein. bin mir recht sicher, Oh. dass er da angeeckt ist. Oh, Funstyle mit dem Fehler auch Onyo. Jetzt fährt er einen Wallbang. Der war aber wahrscheinlich absichtlich. Bart eckt da nochmal an. Aber Aber ich denke mal, da. nichtsdestotrotz, also das ist eindeutig gerade eine TAE-Runde. Shorty und Park hier in der Führung. Bart da auch mit seiner sehr alternativen Linie.
Ja, also das ist auf jeden Fall die TL-Runde. Da müssen wir auch gar nichts mehr künstlich spannend machen. Robin als einziger Easykiller-Fahrer da vorne noch unterwegs. Und damit steht's 2 zu 1. Die Easykiller können, beziehungsweise die TAE-Fahrer können erstmal wieder verkürzen auf 2 zu 1. Aber jetzt heißt es natürlich auch, das zu bestätigen. Ich meine, sie waren gerade vor allem stark, weil die Easykiller eben Fehler gemacht haben. Vor allem für die Zuschauer gut, wenn die jetzt hier auch nochmal zurückkommen und die Map vielleicht holen. Oh, der hat, glaube ich, schon einen Rad komplett zerlegt am Checkpoint. Einer ist da abgeflogen. Park war Park, das. ja. Park sehr unkonstant unterwegs. Also ist zumindest jetzt so mein Eindruck. Von den Punkten her ist er noch ganz gut unterwegs auf Platz 4 mit 15 Punkten. Aber jetzt die letzten Runden hat er doch ein paar Unkonstantheiten offenbart. Das ist wieder die Doppelführung für EK. Schauen wir mal, ob sie es auch ins Ziel bringen können. Ah, Onyo hat da jetzt ein Shorty bisschen blöd da die noch Kurve hin. erwischt. Robin kommt Das ist ran an sogar die Onyo. das Triple. Ja, aber es wird das Triple. Sah wieder erst so aus, als würde Onyo da richtig langsam werden in der Kurve, aber dann hat er doch irgendwie den Speed gehabt. Also ist ein bisschen rausgekommen. Aber am Ende dann doch wieder die Runde von den Easykillern dominiert und damit die Verhältnisse wieder etwas gerade gerückt. 3 zu 1 steht's, 1 zu 0 nach Maps. Und auch hier führen die Easykiller jetzt wieder mit 3 zu 1. Ja, man sieht einfach schon nach wenigen Kurven, wie Onyo und Speedunit da vorne wegziehen. Das ist echt krass, was die auch vom Skill her einfach doch ein Level wo besser sind als der ganze Rest, der hier auf dem Server unterwegs ist. Oh, Onyo jetzt Gerade aber. sage Was war ich's. denn das für eine Linie? Der ist aber auch selten gefahren. Ich weiß nicht, was er da jetzt wollte. Vielleicht wollte er WR riskieren, vielleicht hat er gutes Blitz gehabt oben und wollte dann riskieren, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt er damit die Easykiller-Runde schon ein bisschen weg, weil wenn Onyo jetzt den zweiten Platz geholt hätte, wäre es zumindest ein Unentschieden gewesen. Ja, das war eigentlich auch eine ziemlich locker ans Ziel hätte bringen können. Ja, Auch und ein relativ unnützer Fehler, muss ich sagen. damit das 3 zu 2, er lässt die TAE-Fahrer hier im Spiel. Und die haben natürlich jetzt noch alle Chancen, die Map hier auch zu gewinnen. Mit einem 3 zu 2, wenn man jetzt vielleicht das Momentum auf seine Seite kriegt. Oh, Robin hier, aber sehr, sehr unkonstant gerade unterwegs. Da mit dem Anecker und damit schon ein Easykiller-Fahrer aus der Entscheidung raus. Die anderen drei sind, glaube ich, ganz vorne. Nein, Shorty ist da noch. Oh, Shorty gerade mit der guten Performance. Hält hier Speedunit momentan im Schach. Ah, kriegt da Airtime und dann auch den Bug. Und damit ist es möglicherweise doch wieder die Easykiller-Runde. Oh, und da. Boah, da Eieieiei. zerfetzt aber alle. Speedunit da mit dem absoluten Abflug. Und damit ist es doch noch die Easykiller-Runde. Das Unglaublich. war ein. Unglaublich. Was macht Speedunit denn da? Er muss nur noch ins Ziel fahren und kracht da Da hat es, einfach glaube ich, noch gegen. irgendwie ein von TAE hat es auch noch zerlegt. Da sind irgendwie auf Ich einmal glaube, zwei durchs Bild Speedunit hat dann. geflogen. Speedunit hatte da einen kleinen Bug. Ich hab's gerade im Replay. Ich habe ja den Stream nebenbei noch an. Habe ich es nochmal gesehen. Ich glaube, da ist Speedunit dumm über den Randstein gekommen und deswegen da am Rand nochmal frontal gegengekracht. Aber letztendlich war es ja nicht so schlimm. Die Easykiller haben die Runde geholt und es steht wieder 4 zu 2. Ah, sie lassen TAE Doch, hier hier nicht schon wieder ausgleichen. ein. Overall ist auch schon wieder der beste Spieler, trotz des Abfluges gerade. Ja, mit 36 Punkten auch Onyo. Man sieht es einfach, die beiden Fahrer, die hier das Easykiller-Spiel carryen, wie man im League of Legends-Jargon vielleicht sagen würde. Boah, jetzt mal eine richtig enge Runde hier. Ja, TAE gut unterwegs. Shorty und Park. Ah, Park kommt da sehr weit raus. Funstyle mit einer unglaublich starken Kurve. Er holt die Runde. Onyo, der backt da irgendwie noch Hand rein und wird da komplett langsam. So, es wird gerade nach dem Map-Score auf der ersten Map gefragt. Easykiller hat die erste Map 7 zu 2 gewonnen. Und jetzt steht's 5 zu 2. Unter anderem durch dieses unglaublich starke Ende von Funstyle, womit er die Runde noch geholt hat. Also da sind die TAE-Fahrer natürlich auch weit rausgekommen, aber Funstyle ist da wirklich sehr schön rumgezogen. Übernimmt jetzt auch wieder gerade die Führung. Also läuft bei ihm momentan wohl. Während O. Onion nimmt hier gerade jeden Fehler mit, den ich vorhin beschrieben habe. Ja. Wollte ich gerade sagen, während Onyo und auch Speedunit so ein bisschen ihre Konstanz des Anfangs vom Match vermissen lassen. Ich sag mal, bei den Leistungen, die sie bis jetzt erbracht haben, da darf man sich auch mal eine Runde
wird halt leisten. Ah, das ist natürlich richtig, nur, sie ziehen damit das Team doch schon ein bisschen runter, muss man sagen. Ohne natürlich Runden wegzugeben, das ist das Interessante daran. Also die Runde gerade war schon deutlich knapper, aber sie ist trotzdem für die Easykiller ausgegangen. Weiß nicht, ob hier die damit Score haben sie jetzt auch schon steht. Wieder App und Matchball. Nein, die Score steht leider nicht im Chat. 1917 hat da, glaube ich, einer geschrieben. Bart, ja, also war eine knappe Runde. Oh, fandst halt da an den Checkpoint, will da auch zu eng rum. Onyo auch ganz hinten. Speed Unit mit dem No-Slide. Oh, und ja. TAE kommt hier. Dankbarer Punkt jetzt. Oh, könnte durchaus. Ja, kommt auf Robin an. Schauen wir mal auf Robin drauf, der hier. Ja, gut, aber Speed Unit ist auch. Da war vorhin noch ein Easy-Killer-Fahrer, war noch vorne mit dabei in dem, im Ranking. Bart fällt da jetzt auch zurück. Ja, also das ist jetzt die eindeutige. Oh, und Onyo mit dem Super-Bug. Sollte man nicht den Rammstein mitnehmen. Ja, Onyo auf jeden Fall jetzt ganz weit hinten. Der haut auch nochmal in die Wand. Und damit ist es die TAE-Runde. Mario gewinnt die Runde mit 41:42. Um mal wieder ein bisschen auf die Zeiten einzugehen. Ist jetzt nicht die Ultra-WR-Zeit, aber... Ach, das ist okay. Also mit 41 hatte... Achso, okay, 40:09. Ich habe mich verguckt, sorry. Ich hatte gerade gedacht... Die Easykiller ist jetzt zumindest das einzig Richtige gemacht und alle sind gefailt in der Runde. Ja, jetzt müssen die Easykiller so ein bisschen ihre Konstanz wiederfinden. Also wir haben es ja gesehen, Funstyle hat schon eine Runde gewonnen, Speed Unit und Onyo waren hier einige Male sehr, sehr gut unterwegs. Und auch Robin zeigt gerade jetzt auch wieder eine gute Performance. Also man sieht, sie können es alle, nur sie müssen es halt auch umsetzen. Das ist gerade das, woran es so ein bisschen an den Easykillern hapert. Wobei wir natürlich gerade auch auf recht hohem Niveau kritisieren, weil man muss auch immer bedenken, die Easykiller führen 6:3. Und ja, sind jetzt auch gerade wieder sehr gut in der Runde unterwegs. Oh, Onyo, was macht er denn da? Will da zu eng in die Kurve und ja, fliegt komplett ab und auch Robin hier wird noch sehr, sehr langsam am Ende. Ja, und das hätte die Entscheidung sein können für die Easykiller, aber es ist es nicht. Da verflixte letzte Punkt immer, ja. Ja. 6:4. Die TAE-Fahrer kommen ran. Wird denn vielleicht jetzt auch die Chance und werfen jetzt auch mal alles in die Waagschale? Ja, also jetzt sollten sie auf jeden Fall dann riskieren. Ah, da ist, glaube ich, gerade schon wieder direkt einer ein bisschen hinten. Onyo ist auf jeden Fall da ein bisschen im Hintertreffen. Mario jetzt auch langsam, wird von Onyo hier überholt. Bart mit dem No-Slide. Aber trotzdem, Robin und Funstyle sind hier vorne noch einigermaßen unterwegs. Werden jetzt vom TAE-Doppelpack etwas angegriffen. Oh, sehr, sehr knappe Runde. Da ist noch alles drin für jedes Team. Die Easykiller haben drei Fahrer in der Schein. Oh, und da hat der TAE-Fahrer... Ja, Short jetzt, glaube ich. Zerrissen beim Landen. Ja, springt da auf den Randstein und fliegt weg. Das ja, ist das GG. Das ist das GG für die Easykiller. Fand's halt nochmal mit der Punkt 26. Und damit das Match für die Easykiller. 2:0, aber wir werden natürlich die letzte... Große Dominanz bisher. Ja, Dominanz mit ein paar Schwächen, würde ich sagen. Also zwischenzeitlich hat TAE doch noch... bisschen aufholen können, was aber eigentlich vor allem daran lag, dass Easykiller irgendwann angefangen haben, ein bisschen zu viel zu riskieren, hatte ich das Gefühl. Also da kamen einige Fehler, die nicht unbedingt vielleicht nötig gewesen wären. Aber wenn man hochführt, dann kommt natürlich auch so ein bisschen die Sicherheit und da will man es dann riskieren, irgendwie noch eine richtige Zeit rauszuhauen. Richtig. Ja gut, aber am Ende muss man natürlich sagen, sie haben nichts falsch gemacht, in dem Sinne, dass sie eine Map abgegeben hätten oder so. Also es ist mit bin gleich mal auf Speed Unit drauf bei der nächsten Strecke. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, wir sind auf Speed Unit schon drauf gerade. Also der Anfang hier ist eigentlich kein Problem, sollte man ganz normal locker fahren können. Hier schön weit raustreiben, um viel gerade. Hier reinspringen in die Kurve, zweimal kurz driften. Dann kommen wir eigentlich in den etwas komplizierteren Teil hier schön weit raus an die Wand driften. Dann wirklich einen guten Winkel zu haben, um die Kurve zu nehmen. Ja, und dann hier gibt's zwei, würde ich sagen. Einmal kann man ganz weit raus, dann hier viel Speed mitnehmen und wirklich smooth den Sprung rein zu jumpen. Oder man kann wirklich die innere Linie nehmen und macht dann da bei diesem Sprung Airbrake, dass man mit den Hinterreifen aufkommt und dann so nach vorne kippelt. Haben wir gerade bei einem Fahrer gesehen, glaube ich. Das sah sehr interessant aus. Da werden dann jetzt wahrscheinlich bewusst oder unbewusst, wenn wir da jetzt beide Techniken sehen. Also ich muss sagen, die Map gefällt mir schon ziemlich gut. Also ist hat einige Kurven, die nicht so standardmäßig sind.
Beim Training hat mir die auch am besten gefallen, da war auch das auch, wie am besten mit klargekommen bin. Und ich finde auch hier die Scenery ziemlich schön, also mit dem Ja, hier, mit wie den gesagt, hast du Teichen da und die irgendwie entscheidende Kurve. die Kurve hier. Ja, da kann man, wenn man da viel Speed mit rausnimmt, sieht man auch schon da, dass man da sehr viel aufholen kann, beziehungsweise sehr gut wegziehen kann. Also man muss da wirklich riskieren, bis an die äußersten Rand der Strecke rauszudriften, direkt an die Wand ran, um dann wirklich einen Winkel zu haben und nehmen. Darf dann natürlich nicht zu weit raus, sonst kriegt man die Kurve danach nicht. Man darf auch nicht zu weit innen, sonst kriegt man da so ein bisschen Airtime und verliert seinen Speed. Bin ja mal Kurve sieht einfach aus, aber hat schon in sich. gespannt, ob wir am Ziel noch den Fail sehen, dass irgendjemand zu früh ins Ziel reinziehen will und dann voll an die Kante kracht. Ja, das könnte passieren. Die Einfahrt auf Gras ist ja auch immer so eine Sache. Da kann man dann auch schön innen rein und dann irgendwie ein Zehntel gut machen oder man rutscht halt irgendwie außen so lang. Ja, ist auf Gras immer so eine Sache. Nicht ganz einfach. So, wir sehen gleich noch einen Warm-up. Paxmo schreibt gerade Last WU. Und dann sollte es hier auf die letzte Map gehen. TMM The Devil's Eye von Revi. Dann auf jeden Fall schon mal den weiten Weg zu nehmen, um dann da auch. Oh, Und jetzt bin ich schon wieder runtergeflogen. ja, ich auch. Das ist wahrscheinlich ein Fail vom Server gewesen gerade. Aber das passt Aber bis jetzt immer ich das komme aber Gleiche. direkt wieder drauf. Also es stand bei mir disconnected vom Server. Also das ist von Serverseite aus. So sah das aus. Aber keine Ahnung. Jedenfalls ging es direkt wieder. Wir sind wieder drauf und es kann weitergehen. Hat gleich noch mehr zerlegt. Komm alle wieder. Ja, da sind wahrscheinlich alle gerade rausgeflogen. Ich denke nicht, dass wir jetzt schon live sind. Ja, wird auch die Runde gerade beendet. So, dann gucken wir mal aufs Line-Up. Auf Seiten von den Easykillern kommt Banane wieder ins Match. Für Funstyle. Und auf Seiten von TAE sehen wir Dexter neu im Line-Up. Bart, denke ich mal, oder? Ersatz Bart, genau. Und ja, ich denke, die EK hat hier momentan auf der Map auf jeden Fall das beste Line-Up, was sie so bieten können. Ja, sieht auch gerade wieder in der Runde ganz gut aus. Wir sind, glaube ich, live. Ja, wir sind live. Oh, die Kamera muss Anjo mit kurz. einer sehr schönen Kurve. Da richtig viel Speed mit. Ah, wird jetzt da von Dexter. Oh, Robin, sehr, sehr stark, kommt da innen rum, hat aber jetzt nicht genug Speed und am Ende ist der gesamte Vorsprung, den er sich da geholt hatte, wieder Aber das ist hinüber. trotzdem. Ja, EK-Fahrer dahinter, Dexter, das Ja. reicht locker aus. Ja. Schaut ihr da wohl mit einem Abflug? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er entschuldigt sich hier im Chat. Von ihm auch hätte ich jetzt ehrlich gesagt eine etwas bessere Performance erwartet. Hält sich irgendwie ziemlich im Hintergrund oder im Mittelfeld immer. Wir haben ja noch eine Map, wo er uns überzeugen kann. Ja. Werden wir ihn Oh, gleich mal da war gerade ein specken hier. Abflug. Onjo. Oh, Onio wieder mit dem Abflug. Ja, Onio ein bisschen unkonstant eigentlich unterwegs, scheint mir so. Also wir wissen ja alle, dass er es kann, aber so den einen oder anderen Fehler erlaubt er sich doch schon noch. Unit hat schon wieder den Turbo eingeschaltet. Der rauscht hier immer nach vorne. Robin nimmt da die Kante mit. Ah, die Doppelführung. Doppelführung von EK wird. Sollte das reichen? Ah, Speed Unit eckt da Unit. innen nochmal an und. Ah, das ist doch die TAE-Runde. Und Onyo nochmal ins Ziel gecrashed. Schade, dass ich nicht gesehen habe, wie. Aber da ist doch schon der Zielfail, den ich so ein bisschen mir ja nicht erhofft habe, aber auf den ich gewartet habe, so ein bisschen, ne? Und Weltrekord hier 42, Oh, Robin 34 am von Laggen. Kronos. So, bleibt stehen. Ja, und damit wieder die Runde beendet. Ja. Läuft nicht so rund alles hier auf dem Server, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Damit beim Stand zu 1, vom 1, von 1 zu 1, meine Güte. Wird das Match hier nochmal neu gestartet, ist die Runde nochmal neu gestartet. Oh, Robin, also den kann man echt nicht angucken. Robin am Rumlecken. Ja, hoffentlich wird seine Zeit gewährt. Also ich denke nicht, dass die Runde jetzt nochmal gerestartet wird. Während Onyo jetzt momentan wieder sehr gut unterwegs ist, ist auch wieder stark durch den von dir angesprochenen Part gekommen. Ja, wird jetzt ein bisschen eingeholt von Dexter und Park, aber am Ende relativiert sich das alles in der Kurve immer. Jagt dann wieder nach vorne mit viel Speed. Ah, Dexter jetzt mit dem Platz noch sichern. Dexter mit dem Risk. Eckt da an. Schnappt sich da noch Speed Unit. Ich finde das sehr interessant in dieser Rechtskurve vor dem Drop, wo man diese zwei Varianten machen kann, mit Airbrake und ohne Airbrake, wie du vorhin erzählt hast, wo du eigentlich immer ein, zwei Fahrer da extrem aufholen, weil sie früher in den Slide gehen und enger um die Kurve rumkommen. Dann haben sie aber weniger Speed und am Ende sind eigentlich meistens die Fahrer wieder so, wie sie vorher auch waren. Ja, irgendwie sehr kuriose Kurve. Finde ich sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Oh, Easykiller wieder relativ gut unterwegs, zu dritt hier unter den Top 5 vertreten. Ah, da war jetzt Speed Unit, glaube ich, der sehr, sehr langsam geworden ist. Und auf den sechsten Platz zurückgefallen ist. Shorty und Dexter auf Platz 2 und 3 sind für die TAE, hier ganz gut unterwegs. Onyo wird die Runde holen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr starke Zeit. 42,45. Das sind 11 Hundertstel hinterm WR. Also eine ziemlich kranke Runde gewesen. Sehr, sehr nice von ihm. Aber ich weiß halt nicht, ob so die sinnvolle Art und Weise ist, dieses Match hier anzugehen, dass man einfach überall Full Risk fährt. Dann halt hin und wieder auch mal eine Runde failt. Aber gut, das muss Onyo wissen, ne? Wenn es am Ende für den Sieg der Easykiller reicht und ja, das reicht's ja auch schon. Ja, manchmal hat man ja so, wenn man WR fährt, ja, Linie und das Gefühl dafür, ist das auch nicht mehr so riskant. Ich denke mal, Onyo ist erfahren genug, dass er weiß, was er da macht. Was mich hier gerade ärgert, ist, dass die Cam jedes Mal wieder auf Folgen zurückgeht. Und ich das immer auf Replay umstellen muss, dass man einigermaßen hier zugucken kann. Aber gut, die Runde, ja, ist relativ knapp noch. Onyo, ah, riskiert da wieder und das hätte er nicht unbedingt machen müssen. Und es wird wohl das Unentschieden werden, wenn Robin jetzt noch das Ziel hier trifft. Ja, so ist es auch. Damit das Unentschieden und es bleibt beim 2:2. TAE kann hier wieder die, ja, zumindest den Anschluss halten. Sieht auf jeden Fall besser aus als auf den Maps davor. Und ich sehe endlich auch mal ein bisschen, Aktivität im Chat, das ist ja sensationell. An Johnny, ja, das mit der Cam ist Schrott, ich weiß. Ich weiß, dass die auf Replay stehen sollte, aber manchmal vergesse ich es auch immer, weil die sich nach jeder Runde irgendwie umstellt. Wenn du einen Tipp hast, wie man das ändern kann, wäre ich da sehr dankbar für. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich krieg's noch nicht mal hin, bei mir steht die immer auf Folgen. Ich kann da draufklicken, wie. Oh, noch mysteriöser. Und natürlich noch Grüße an den lieben Jelle, der sich gerade im Chat auch nochmal gemeldet hat. Hallo Jelle, winke, winke. Ich denke mal, wenn wir dann auch in die Playoffs-Phase gehen, dann werden wir auch viel mehr wieder zuschauen. Ja, das Problem ist natürlich jetzt, dass wir während der Default-Time streamen und sehr, sehr viele Leute jetzt gerade selber fahren. Aber auf YouTube hat man ja sowieso die Resonanzen, die Powerzahlen sind ja da eigentlich immer ganz gut. Ja, ich habe, leider muss ich zugeben, jetzt vergessen, das VOD aufzunehmen. Ich kann mal gucken, ob man den Twitch-Stream, das wird ja eine Zeit lang, glaube ich, gespeichert auf Twitch, vielleicht schaffe ich es, den runterzuladen und dann auf YouTube hochzuladen. Da sollte ich das nächste Mal dran denken, aber das kommt davon, wenn man zu wenig und zu unregelmäßig streamt, dann ist man da nicht wirklich, ja, konzentriert bei der Sache. Genau, ja. Oh, nein, dann hat man da halt keinen, mir fehlt das Wort. Es gibt irgendein cooles Wort dafür, aber mir fällt es nicht ein. Egal, gucken wir nochmal auf die Runde. Wir haben jetzt voll das Ganze hier tot gelabert. IK führt 3:2 und momentan sind sie auch wieder sehr, sehr gut unterwegs. Onyo, Speed Unit und Banane hier mit der Dreifachführung. Shorty kommt dann noch zwischen rein auf den zweiten Platz, aber am Ende ist es trotzdem die Easykiller-Runde.
können sich da wieder leicht absetzen. Auch wieder ein bisschen konzentrierter. Na, die Punkte von der E, die resultieren immer so ein bisschen daraus, dass die IK-Fahrer irgendwie unten einfach wegschmeißen manchmal. Ja, das ist richtig. Also die Easykiller, man sieht schon, dass sie prinzipiell die besseren Fahrer haben. Ey, wer ist denn da gerade weit rausgekommen? Kurz durchschalten, niemand. Das sah komisch aus. Irgendwann, wahrscheinlich war das... Ja, vielleicht Robin war das. Ja, der da ein bisschen geleckt hat. Ja, jedenfalls das gewohnte Bild. Union Spionit vorne unterwegs. Ah, Union, der wieder mit dem riskanten Drift, und er hat's wieder etwas übertrieben. Ja, das war das, was ich angesprochen hatte. Wenn man da zu weit rauskommt, dann kriegt man die Kurve einfach danach nicht mehr. Oh, Robin, sehr, sehr lecker sieht das aus. Ja, schaut, sie wird die Runde gewinnen und damit auch eine Runde wieder für TAE, die vor allem daraus resultiert, weil EK einfach wieder sich eine Fail-Runde gegönnt hat. Wurde also, ja auch mal mit einer richtig guten Matchzeit. Mit einer Punkt 64 war das, glaube ich. Ja, sehr stark. Aber man sieht einfach Onyo, Speedunit und Robin waren das, glaube ich. Alle drei mit Zeiten von 43x. Also, da sieht man halt schon, dass die sich irgendwas gegönnt haben, irgendwo gefailt haben. Und dadurch halt den TAE-Fahrern den Vortritt lassen. Aber wir wollen natürlich die Leistung der TAE-Fahrer hier... oh Gott, was ist jetzt? Achso, es wird wieder gerestartet. Ich habe mich gerade gewundert, wie da... ich glaube, Park oder Mario, einer von TAE war, dass der da einfach straight am Checkpoint vorbeigefahren ist. Ja. Auch gerade kurz geguckt. Ah, wahrscheinlich war das wieder. Ah, man weiß nicht, ob es Robin war. Ich glaube, Park hat Enter gedrückt. Scheint die Strecke nicht ganz so zu liegen. Ich vermisse ihn so ein bisschen den. Dual-Rankings auf dem ersten Platz. Ja, da ist momentan Banane vorne mit 49 Punkten. Den haben wir irgendwie so ein bisschen übersehen. Also, er hier auch mit drauf gefallen. Aber ich glaube, er fährt einfach viele Runden konstant zu Ende. Ja. Hat vielleicht jetzt nicht jede Runde gewonnen oder so, aber ist auf jeden Fall am konstantesten unterwegs. Und ja, gucken wir mal, wo er gerade ist. Nämlich wieder vorne. Hier am Ende. Da fahren irgendwie alle langsam gerade. Holpern da über den Huckel drüber. Ja, ich glaube, viele haben das Match jetzt auch schon abgeschlossen. Ich meine, es steht 2 zu 0. Es geht jetzt nur noch um quasi den Ehrenpunkt und... Ja, aber der kann ja entscheidend sein. Das ist richtig. Die Punkte gewertet werden. Aber es sind halt wieder... der Vierte hatte schon eine Zeit von 43,6. Also das Niveau leidet doch gerade schon merklich. Da auch direkt wieder ein TAE-Fahrer mit dem Slowdown. Mario war das. Guckt hier dem Feld eine Runde hinterher und ja, vorne wieder erstmal die Easykiller, aber das kann sich auch noch ändern. Die Hotkeys, die schalten irgendwie bei mir immer auf Robin. Ungünstig. Vor allem, weil er hier derjenige ist, der nur am Rumlegen ist. Aber auch sehr schön, wie er da einfach so in der Luft. Ja, ja. Sollte wieder die Easykiller-Runde werden. Ja, Onyo und Speedunit mit der gewohnten Performance. So kennt man es von den beiden. Auch wieder starke Zeit. Punkt 41. Ja, sehr, sehr stark, Onyo. Und damit ist es die Easykiller-Runde. Es steht 6 zu 3 jetzt. Und wir sind beim Map-Punkt angelangt. Ein weiterer Punkt fehlt den Easykiller noch, um das Match hier zu beenden und 3 zu 0 vom Server zu gehen. Und das ist natürlich dann also das ist genau im Sinne der Easykiller. Genauso haben sie sich das vorgestellt. Eine Dominanz, die ich auch von Anfang an jetzt nicht so erwartet hätte. Also dass wir hier vielleicht mit einem knappen Sieg rausgehen, das hätte ich schon erwartet, aber dass dann doch so klar wird. Ja gut, es ist ja noch nicht passiert. Ein Punkt fehlt ja immer noch. Wobei man sagen muss, Easykiller momentan wieder mit dem Trio Speedunit, Banane und Onyo vorne unterwegs. TAE zwar konstant, aber sie können da einfach mit der Geschwindigkeit der Easykiller größtenteils nicht mithalten. Onyo jetzt kurzzeitig etwas zurückgefallen, aber das war das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Mal rein. Dass man da kurzzeitig immer, wenn man halt eine andere Linie wählt, zurückfällt, aber dann durch den Overspeed einfach wieder zurückkommt. Und damit die lockere Easykiller-Runde, das 7 zu 3 und das Overall 3 zu 0. GG zu den Easykillern. Man muss sagen, ja, gute Performance, wa? Da kann man insgesamt nichts sagen. Da haben sich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen für die Playoffs qualifiziert. So ein bisschen. Ja.
denk mal, gruppentechnisch wird da nicht mehr viel anbrennen. Ja, dann hoffen wenn wir man natürlich, die Performance so hält. hoffen wir natürlich, dass das jetzt die einzige Niederlage für THE bleibt und dass sie sich gegen die anderen Gegner dann etwas besser durchsetzen können. Dass wir die beiden Teams in den Playoffs dann wiedersehen. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Auch. Ja, das war es dann auch schon von uns. War sehr kurzweilig heute Abend. Also hat jetzt ja keine Stunde gedauert, bis die ganzen drei Maps hier ja. durchgegangen sind. Irgendwas für nächste Woche geplant? Ja, also für nächste Woche ist sicher was geplant. Wir müssen halt noch gucken, welches Match wir streamen. Aber wie wir schon auf der Facebook-Seite hier angekündigt haben, wird es auf jeden Fall, wenn wir versuchen, wieder wöchentlich bis zum Finale einen Stream hinzukriegen. Also es hängt natürlich immer davon ab, wie ich arbeiten muss. Aber da mein Dienstplan die nächsten Wochen sehr freundlich aussieht, bin ich da eigentlich sehr optimistisch, dass wir es jede Woche oder zumindest fast jede Woche hinkriegen sollten. Ja, es wird gerade im Chat übrigens auch über Shorty diskutiert, von dem ich ehrlich gesagt auch Besseres erwartet habe. Also das heißt erwartet habe, aber gewohnt bin auch. Weil ich kenne ihn halt von Formel 1 Zeiten, wo er richtig gut unterwegs auch war. Auch bei Endurance Events zum Beispiel, so einem 24-Stunden-Rennen oder so. Da ist er ja immer sehr, sehr stark. Auch bei TTC oder Frostbeil Richtig. Des wöchentlichen Rennen ist er ja auch immer ziemlich weit vorne mit dabei. Genau. Ja, vielleicht Aber naja. Hat er einfach ein bisschen Schiss gehabt, weil wir gestreamt haben. Ja, man hat auch einfach mal einen schlechten Tag, das kann ja auch mal passieren. Ja, genau. Ja gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr bleibt bei Facebook auf dem Laufenden. Ich werde euch da auf jeden Fall wieder schreiben, was als nächstes kommt, mit wem und wie und was und überhaupt. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche.